bin ich gerade am Überlegen. Also, ich nehme mir jetzt mal vor, die Felder zu ersetzen. Ah, ich speichere mal. Das Spiel ist auch bis jetzt noch nie abgestürzt, obwohl es ja Early Access Spiel ist, oder? Ist noch nie abgestürzt, läuft alles einwandfrei flüssig. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann jetzt meine Sprungdüsen verbessern. Stahlbahren. Jetzt habe ich freigeschaltet. Ein Grill. Stahlrahmen. Stahlteile. Eisenbahren braucht einen und zwei Kohle gibt Stahlbahren. Es ist noch großzügig berechnet eigentlich mit dem Verbrauch. Das heißt, ich werde das Rollkopföl herstellen. Das heißt, die nächste Evolutionsstufe ist angesagt. Stahlrahmen. Mit dem Stahl schalte ich ein Anwesen oder brauche ich für ein Anwesen Eisenteile. Chromeisöl brauche ich 5 Flaschen, um das danach zu upgraden. Ich muss allerdings gestehen, jetzt muss ich ein bisschen schauen, dass ich den Überblick da nicht verliere. Hey there. What will it be? Also, was kann ich dir heute andrehen? Hey you. Ich muss mal schauen, ich hatte doch da vorhin irgendein Fossil oder was hatte ich da? Insektenfossil gibt 7%, ist im Markt gestiegen. Hm. Ja, ich verkaufe ihr nur mal das. I bet I have just the thing you need. Falscher Reiter. Verkaufen. Geodensplitter mache ich minus oder ist drunter gegangen, verkaufe ich nicht. Muschel, ja wieso nicht, 3%. Insektenfossil, 7%, verkaufe ich. Bye bye. Irgendwie noch witzig gemacht, wenn das da so einfach rauscht. Ich glaube, Eisen so direkt brauche ich nirgends oder kann ich nicht gebrauchen, um den zu upgraden, oder? Also, Schubdüsenboost 1. Erhöht den Schubdüsenboost, damit der Mech höher springen kann und länger in der Luft bleibt. Da kann ich jetzt ein Upgrade machen. Das hat einiges jetzt an Zeit gekostet. Spiralrankenöl habe ich noch nicht. Leuchtblütenöl auch nicht. Eisenrahmen und Pro-Maisöl, das könnte ich theoretisch herstellen. Flug im Flugmodus kann der Mech frei Felder mit Erdhügeln auf dem Boden erschaffen. Heißt das, ich brauche nachher gar keine Felder mehr, oder? Elektronik aus Stahl, blaue Linse, also Batterien kann ich noch nicht machen. Rote Linse,
könnte ich, glaube ich, machen. Elektronen aus Eisen. Das heißt, warte mal, ich muss das mal in Auftrag geben. Ich gebe mal. Acht Linsen brauche ich. Das wird jetzt einen Moment dauern. Hm. Rote Linse. Okay, das reicht bei weitem nicht. Ne? Also Rollkopföl brauche ich jetzt massig Stück. Ne? Das heißt, ich muss von denen noch mal einige pflanzen, damit das reicht. Ich mach mal alle von denen, weil das wird viel brauchen von denen. Ich glaube, ein zweiten Ofen wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht im Moment. Scheune verbessert die Effizienz von Herstellungskonstruktionen. Die darin stehen. Okay, das ist ziemlich eine Scheune, hä? Irgendwie ist das überall blockiert, warum denn da? Kann ich das nirgends bauen? Ich weiß nicht, ob ich da alles platt machen müsste, für das zu bauen. Keine Ahnung. Das Spiel ist aber gemein, dann hat man was gebaut und schon ist schon wieder das nächste da. Hm. Ich werde aber nicht desto trotz jetzt noch einen Schmelzofen bauen, weil ich glaube, mit dem ganzen Eisen und so, und wenn das immer 3 Minuten geht, also Holz habe ich genug, Lehm müsste ich in dem Fall nochmal bauen. Ja, weil ich glaube, das wird schon einen Moment gehen. Hm? So, Lehm habe ich eingesammelt. Das heißt, ich werde jetzt Eisenbarren produzieren, dann Stahlbarren. Ich glaube, das ist schon sinnvoll, wenn ich da 2 Flächen habe. 2 Öfen, meine ich. So. Samen kann ich eigentlich auch rein tun.
besser Häcksler, habe ich mir auch schon überlegt, einen zweiten zu machen, aber... Also Rollkopföl nochmal starten, hier auch. Dann rote Linse. Hä? Eisenteile kann ich leider nur eines machen. Stahlrahmen auch. Farbloses Glas. Mörzelöl. Hä? Habe ich das Upgrade schon drin oder nicht? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also hier brauche ich jetzt 4 Bewässerungsschlauchreichweite. 1. Steigere die Reichweite des Bewässerungsschlauchs. Flüssigkeiten können weiter versprüht werden. Das mache ich jetzt mal. Blauer Kristallstaub habe ich noch nicht. Hier brauche ich einen Energiekern. Hier brauche ich auch nochmal einen Energiekern. Erntesaugreichweite 1. Erhöht die Reichweite des Erntesaugers, damit er Rohstoffe aus größerer Entfernung aufsaugen kann. Das mache ich mal. Dann blaue Linse, Elektronika, Stahl. Das muss noch warten. Ich kann keine Batterien machen. Eisenrahmen. Zapperzweigöl kann ich auch nicht machen. 5 Batterien habe ich auch nicht. Eisenrahmen könnte ich dann machen. Also das heißt, ich brauche jetzt mindestens noch 3 Energiekerne. Ich muss mal schauen, ob ich da noch einen Energiekern machen könnte. Ich mache jetzt mal hier noch ein paar Mörzelöl. Hier mache ich mal nur Rollkopföl. Motor. Giftige Spore brauche ich da. Das heißt, hier muss ich mal ein paar in Auftrag geben. Habe ich keine mehr, okay. Ich weiß nicht, wie ich das anmale. Ich weiß nicht, wo ich das anmalen kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Werkzeug wechseln. Munition wechseln. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass man das mit dem dann vielleicht bespritzen könnte. Ich denke, wahrscheinlich liege ich da richtig. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert, aber... Ah ne, warte, da muss ich ja nicht aussteigen, warte mal.
Ja, komm, ich mach mal rosa. Mal, ja, ja, mach mal. Violett. Orange. Himmelblau. Grüne. Neue Farben habe ich jetzt freigeschaltet, jede Menge. Steig jetzt mal aus. Ja, tatsächlich, hä? Grün, orange. Soll ich den mal pink machen? Ah, die Flammen könnte man jetzt pink machen, zum Beispiel. Oder blau. Grün. Sein richtig heftiges Orange wäre auch nicht verkehrt. Warte mal. Gib mir mal ein paar Orange, genau. Das wäre cool, wenn das ein richtig geiles. Ja, warte, ich muss es so einsammeln anscheinend. Weil Flammen orange wäre irgendwie schon noch cool, irgendwie, hä? Aber das andere, naja, das passt hier nicht wirklich, ne. Ich muss bald sagen, blau, ich weiß nicht, ob man das rot auch ändern kann. Also das hellblaue kommt bald fast am besten zur Geltung, finde ich. Eventuell gelb vielleicht noch. Morning. Hope you had a good night's sleep. Maybe we could put that new building to good use. So hellblau sieht aber auch irgendwie noch cool aus, oder ne? Schwarz-orange wäre natürlich cool gewesen. Ich kann aber anscheinend nur die. Ah ne, warte mal! Ach so geht das, schau mal. Kann nicht irgendwie ein Schwarz herstellen, ha? Nachtviolette Farbe gibt es. Ja, mach mal Nachtviolett, genau. Okay, ich sammle mal das Zeug ab. Hat es jetzt Nachtviolett gemacht? Schwarz gibt es keine, hä? Schade. Blaue, weiße Farbe.
Saphirblau. Weinrot. Wo hat denn der eine weinrote Farbe? Ist das zufällig oder was? Das heißt, ich muss eine weiße Pflanze mal suchen. Ich frage mich gerade, was ich alles... Ah, das kann ich auch alles färben, hä? So ein bisschen knallig irgendwas macht. So rot sieht auch noch cool aus irgendwie. Irgendetwas, was ein bisschen hervorsticht irgend. Dann komm, ich mach's rot. Hier der Rahmen kann ich auch rot machen. Ja, den mach ich so. Die Blumenkisten kann man auch ändern, die Farbe. Ja, mache ich mal grün, ja, ja. Das Häuschen kann man auch ändern. Also es hat auch für Housing-Fans etwas dabei. Ah, hier kann man die Umrisse von dem Landeplatz ändern, sehe ich jetzt gerade. Ja, ich mach's pink, dann passt es zu ihr mit dem pinken Lämpchen, was sie da auf der Seite. Ich frage mich gerade wirklich, was ich da machen soll. Mal so weiß-rot machen. Es hat aber auch noch irgendwas, oder nicht? Als Schweizer muss ich ja weiß-rot nehmen. Jetzt könnte ich die andere. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Das Violett sieht aber auch nicht so schlecht aus irgendwie. Ich mach's mal knallbunt, ist mir jetzt egal. Ja, ja, das ist der Pink. Man kann die Maschinen auch verändern. Oh je, da habe ich ja was freigeschaltet wieder, hä? So, ich lasse es jetzt mal
will weitermachen. Schmelzofen, Eisen, 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 ja. Bye bye. Ich muss jetzt aber schauen, dass ich nicht zu viel Eisenbahnen verheize. Ja, warte mal. Weil die Scheune braucht Eisenbahnen, Weichholz. Ich komme gar nicht mehr nach mit Bauen eigentlich. Soll ich jetzt das abreißen und hier das Häuschen bauen? Ja, weil eigentlich bin ja nur ich dort zu Hause. Es macht fast keinen Sinn, wenn ich da mehrere Hütten habe eigentlich. Also auf jeden Fall muss ich jetzt dann massig Eisen noch besorgen. Aha, warte mal. Ja, ist egal. Ich leg's jetzt trotzdem mal da rein. Ja, ja. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich da ein bisschen alles immer am Laufen halte, weil wenn das da leer läuft, ist das nicht gut. Aber was war die andere Funktion? Ich habe jetzt die noch nie probiert. Was? Wenn ich jetzt Ctrl drücke, dann mache ich was? Wegbaumodus Schmutz Stein. Ich weiß zwar nicht, ob ich das jetzt wirklich machen will. Soll ich das wirklich machen? Ich teste das mal hier in dem Feld. Ich weiß nämlich nicht. Entfernungsmodus. Aha, okay. Hä?
Ah, mit Entfernungsmodus meinen die so Büsche entfernen und so. Aber der Pfad kann man nicht mehr ausradieren oder wegmachen, hä? Warte mal, wenn ich jetzt Schmutz mache. Ich weiß gar nicht, was ich von dem halten soll, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, für die nächste Evolutionsstufe werde ich jetzt Eisen brauchen, jede Menge. Ja? Ich glaube, hier kann ich jetzt glaube ich nichts mehr bauen, oder? Warte mal. Energiekern, nein. Nein, nein, nein. Auch nicht. Ja, eventuell. Das könnte ich wahrscheinlich sogar machen, ja. Rote Linse und Eisenteile. Doch, das glaube ich, das müsste sogar jetzt machbar sein. Weil da könnte ich dahinter bei dem Hügel der zähe Schleim wegmachen. Rote Linse. Mache ich mal. Ja, mach mal drei. Und was war das andere? Eisenteile. Aha, Chromeisöl brauche ich dazu. Okay, das geht nicht. Das heißt, ich muss warten. Ja, warte mal, kann ich die ernten? Noch nicht, hä? Ich mach mal wieder eine Ladung Pflanzenöl. Ja, mach mal. Eisen. Stahl. So. An das Spiel ist gemein, jedes Mal, wenn ich weggehen will, ist wieder etwas nach. Ja, warte mal, dann baue ich nochmal an. Ja, ja, ja.
Tag 29, also jetzt noch ein Tag und dann. Rise and shine, Excel Farmer. Let's build something jaw-dropping today. Something that'll inspire us while we do a hard day's work.